Hi Leute, ich bin's wieder, eure Lara. Heute habe ich wieder ein DM-Haul. Ich musste mal wieder ein paar Sachen besorgen, die ich so brauche. Die zeige ich euch. Ihr werdet sie wahrscheinlich, ein paar werdet ihr kennen. Ein paar neue sind aber dazugekommen natürlich. Und falls ihr solche DM-Hauls gerne schaut, dann schaut doch mal gerne hier oben auf dem i, da findet ihr weitere Hauls und auch Fashion-Hauls, falls euch das interessieren sollte. Dann schaut doch mal gerne danach und ich würde sagen, nicht so viel. Schnacken, Kopf im Nacken, wir legen sofort los. Ich werde die Tüte nicht zeigen, denn ich habe gerade diesmal wieder eine Tüte gekauft, weil ich meine Beckett-Tasche, die man immer dabei haben sollte, vergessen habe. Und das Erste, was ich euch so in die Kamera halten werde, ist meine Tönung. Viele haben mich nach meiner Haarfarbe gefragt. Die ist rausgewaschen. Also das ist eigentlich nur noch diese Farbe, die rausgewaschen ist. Ich habe euch in meinem Vlog-Video eine Farbe gezeigt, die ich das letzte Mal verwendet habe. Die habe ich aber leider nicht für gut befunden. Mein Ansatz, ich bin so Straßenköter-blond und als ich das mit der Farbe den Ansatz gemacht habe, sah das wirklich nicht schön aus. Aber das hätte ich mir auch denken können. Aber ich wollte unbedingt Rot als Tönung. Und ja, Lara hat einfach mal ein bisschen weniger nachgedacht in diesem Moment. Und ja, auf jeden Fall fand ich die nicht so gut. Aber sonst habe ich diese schöne Farbe hier von Movida. Das ist eine Haartönung. Die wäscht sich also auf jeden Fall aus. Eine Intensivtöne ohne Armagnac für angenehmen Duft. Ja, dieser Duft ist wirklich angenehm mit einem leichten alkoholischen Duft. Also es riecht für mich so wie ein süßes alkoholisches Getränk. Also jeder, der das mag. Ja, welche Farbe ist das noch, falls euch interessieren sollte? Das ist die 40 Dunkle Kirsche heißt die. Also das ist schon eine dunkle Kirsche. So ähnlich wie meine Lippen. Kombi heute, ein bisschen heller. Im Sonnenlicht ist das dann alles auch nochmal ein Tickchen heller. Ja, und die habe ich mir dreimal geholt, weil ich sehr lange, naja, nicht lange, aber relativ lange Haare habe und dafür auch sehr viele und sehr dicke Haare. Und ja, als kleiner Tipp für die Leute, die nicht die Gebrauchsanweisung lesen, das macht man in sehr feuchte, nasse oder feuchte Haare rein. Nicht in trockene Haare, da wäscht sich schneller raus als Tipp. Für die, die die Gebrauchsanweisung nicht lesen. Dann durften wieder ein paar Gesichtsmasken mit. Und dann habe ich mir 4 Stück von Garnier Skin Active geholt. Das ist diese neue Reihe. Einmal ist das die Hydro Bomb. Ja, lustig, ich sag euch hier was von Hydro Bomb. Auf jeden Fall sind das die 4 neue Sorten, die es momentan zu kaufen gibt. Oder ob es die länger gibt, weiß ich nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall steht hier oben rechts, falls ihr es lesen könnt, steht neu. Aber eigentlich sind sie nicht neu. Auf jeden Fall, die habe ich mir geholt. Und dann habe ich mir einmal diese Handtuchmaske, die habe ich noch nie probiert. Die wollte ich mal ausprobieren. Wollte mal sehen, wie da dieses Effekt ist mit Hanf. Klingt sehr interessant und tut mir leid für die Hintergrundgeräusche. Es regnet dermaßen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Dann habe ich wieder meine geliebte Creme gekauft. Meine ist nämlich leer gegangen. Das ist die von L'Oréal Anti-Falten Expert. Das ist die 35 Plus Collage. Also diese hier. Ja, man kann nie früh genug anfangen mit Anti-Falten-Cremes. Leute, das kann ich euch sagen. Wir wollen alle noch jung aussehen und deswegen habe ich die nachgekauft, die ist wirklich gut und eure Haut ist davon so samtweich. Ich liebe das. Dann habe ich hier 2 Flaschen. Die eine gehört aber meiner Schwester. Das sieht man hier schon. Die eine ist ein bisschen getrunken und das hier ist meine. Wir haben die beide gesehen und fanden die irgendwie ganz interessant. Die ist mit weißer Teeextrakt und Saft. Ein Pfirsich ist da drinne und ich mag ja Pfirsich. Wenig Kalorien, ohne Zuckerzusatz. Ja. Ich bin gespannt, wie das schmeckt und ja, das nochmal dazu. Dann habe ich mir wieder eine Körpercreme gekauft. Es war mal wieder nötig, da meine leer ist. Und da ja so viele von dieser Bodycreme-Kollektion
Copacabana geschwärmt habe und ich habe sie nie gekriegt. Und diesmal habe ich sie mir gekauft. Das ist die kleinere Version, um die einfach mal auszuprobieren. Viele sagten, haben davon geschwärmt und sagten, dass sie gut ist. Und dann gab es so einen kleinen Teil von Leuten, die sagten, es ist eine stinknormale Creme. Ja, deswegen habe ich mir erstmal die kleine geholt, um es mal auszuprobieren. Und ja, wenn ihr wollt, gebe ich euch dann irgendwann mal ein Update zu den ganzen Produkten von DM, wie ich die finde. Das habe ich schon so oft erwähnt, aber habe es nie gemacht. Aber irgendwann werde ich es machen und ich hoffe, ich werde es nicht vergessen. Das kommt mir nämlich sehr schnell vor. Ich leide unter Frühdemenz. Ja, irgendwie einfach weiter. Und das nächste, was mich so angreift, ist eine Pfeile. Eine doppelseitige Pfeile. Die ist von Essence. Eine ganz stinknormale Pfeile, denn meine Pfeile sind langsam ein bisschen abgenutzt. Die fallen nicht mehr so gut. Deswegen habe ich mir gedacht, ich schaff mir jetzt mal wieder eine neue an. Wie gesagt, von beiden Seiten. Sieht ganz gut aus. Was soll man zu einer Pfeile großartig sagen? War auch nicht so teuer, weil es sind nur Pfeilen. Die müssen jetzt die nicht mehr können, als die Nägel abfallen oder sonst was. Denn auch eine neue Sache, was mir wieder mit durfte, ist eine Zange. Aber was heißt für eine Pinzette, nicht Zange? So in dem schönen Blau von Evelyn. Ja, weil ich habe meine schon übelst lange. Ich glaube schon so 5, 6, 7 Jahre oder so. Die sieht auch dermaßen aus. Nicht mehr so schön, ehrlich gesagt. Deswegen dachte ich mir, schaffe ich mir mal auch eine neue Pinzette an. Und ich hoffe, die ist gut. Und ja. Sie sieht einfach sehr schön aus von der Farbe her. Was soll ich sagen, ne? Dann durfte auch wieder eine Fußcreme mit. Ich hatte mir eine. Meine letzte Fußcreme war von Rossmann. Die war sehr schön. Sehr gut. Aber ich hatte keinen Bock zu Rossmann zu laufen und habe mir einfach eine günstige von Balea geholt. Das ist diese hier. Soweit ich weiß, hat meine Mutter die auch. Ja, riecht ein bisschen nach Kinderschminke. Aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Hauptsache, die macht die Füße schön weich. Und das ist alles, was ich will. An den Füßen riecht ja keiner. Auch wieder zumindest. Und das nächste ist ein Essence Shine Last and Go. Dieser Nagellack hier. Der glitzert so schön. Und ich wollte mal ausprobieren. Manchmal ist das ja so, dass da so richtige Glitzerklumpen dann auf deinem Nagel sitzen. Das finde ich nicht so geil. Dann kriegt man das mit Nagellack auch richtig schlecht ab. Aber ich wollte das diesmal mal wieder funktionieren, genau. Ausprobieren. Und ich finde das Lila mit dem Glitzer da drinnen, oh, das sieht so schön aus. Ja, wollte ich einfach mal ausprobieren. Mal gucken, wie das so abschneidet. Und dann habe ich hier noch ein Essence Super Last 24 Stunden Eyebrow Pomade Pencil in Waterproof. Also dieses hier. Momentan verwende ich gerne einen Augenbrauenstift. Und mein Augenbrauenstift, der ist ja leer gegangen. Und dieses eine, was ich mir im letzten DM-Haul gekauft habe, ist ja eigentlich für meine Sommersprossen gewesen. Und den wollte ich dann einfach mal random für meine Augenbrauen auch nutzen. Es war mir aber zu warm. Sagen wir es mal so. Ich sah ein bisschen komisch aus. Und die Farbe finde ich sehr, sehr schön. Das ist so ein kaltes Braun. Finde ich sehr schön. Habe ich bisher noch nicht verwendet. Habe ich bisher noch nicht verwendet. Ich werde euch mal eben sagen, welche Nummer ist, wenn ich das finde. Das ist die 40 Cool Brown. Also für alle, die dunkle Haare haben und ein natürliches Braun wollen. Also nicht dieses warme oder schokoladige Braun oder dieses Blond. Das ist ja ganz die falsche Richtung von mir, aber dieses Dunkle, was trotzdem so ein bisschen aschig ist,
Dann holt euch diesen hier. Der sieht sehr gut aus. Also, jetzt auf der Hand sah es zumindest sehr gut aus. Ob es dann so bleibt, ist eine andere Sache, ne? Aber ich denke schon, dass das gut funktionieren wird. Und das letzte ist dann ein Trended Up Color Protect Lip Stylo. Da habe ich mir wieder mal so ein was für die Lippen neu besorgt. Tut mir leid für meinen Fokus, der funktioniert heute irgendwie gar nicht. Das zeige ich euch auch mal eben, wie das so geswatcht aussieht. Ja, ist auch mehr so ein Nude mit so einem leichten so einen leichten, wie nennt man das? Altrosa Ton, würde ich sagen. Ja, sehr schöne Farbe. Welche Nummer ist das denn? Die 010 von Trended Up. Die habe ich auch schon einmal aufgetragen. Ich finde die Farbe sehr schön, aber einen Lip Liner solltet ihr auf jeden Fall um eure Lippen drum machen, sonst sieht es ein bisschen komisch aus. Aber ich glaube, das ist eine ist ja. Oh, sorry. Schluck auf. Aber ich denke, das ist klar, dass man vorher einen Lip Liner benutzen soll, ne? Nicht so wie ich, einfach draufgehauen. Aber ja, die Farbe finde ich sehr schön. Das kann ich schon mal auch dazu sagen. Ja, ihr Lieben, das war es dann auch schon mit meinen Produkten, die ich euch jetzt heute wieder mal zeigen wollte. Falls euch das Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich mega darüber freuen, wenn ihr meinen Daumen nach oben geben würdet. Gerne könnt ihr auch diesen Kanal abonnieren. Ich werde alle zwei, ja, jeden Monat würde ich jetzt nicht sagen, dass ich ein DM hochlade, denn ich muss meinen Kaufrausch ein bisschen senken. Ich habe leider eine Kaufsucht. Ich oute mich hier als Kaufsüchtige, aber ich will nicht so viel unnötig Produkte kaufen, die ich nicht so brauche. Deswegen werden das dann immer so einmal im Monat sein oder 2 Monate Verschiebung, je nachdem. Aber es werden auf jeden Fall welche kommen. Gerne abonniert diesen Kanal. Ich würde mich mega darüber freuen. Momentan läuft es sehr gut, würde ich sagen, mit meinem Kanal. Also viele Leute werden aufmerksam. Das freut mich. Ich freue mich aber immer darüber, wenn Leute mir zusehen und Spaß dran haben, vielleicht auch meine verpeilte Art lieben. Und jetzt mache ich wieder Selbstwerbung und das ist auch nicht so cool. Auf jeden Fall, Dankeschön. Würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.